So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Mehr oder weniger neu, denn Patrizia 4 haben wir schon mal angespielt gehabt. Zu oder vor sehr, sehr langer Zeit. Tatsächlich zu meiner Anfangszeit, als ich auf YouTube begonnen habe. Dementsprechend hatten wir Patrizia 4, die damalige Session, leider nie zu Ende gespielt. Und dementsprechend, weil halt relativ viel Zeit vergangen ist, habe ich mich dazu entschieden, das Ganze nochmal neu aufzulegen. Also sprich mit einem ganz neuen Let's Play. Wie gesagt, wir haben in der Zeit auch technisch diverse Sachen aufgerüstet und die Qualität des Videos dürfte dementsprechend deutlich auch höher sein. Nicht zuletzt auch die Bildschirmauflösung. Und ja, würde ich sagen, ich nehme euch einfach mal mit auf ein weiteres kleines Abenteuer. Hier in der Spielereihe von Calypso mittlerweile. Wie gesagt, die Original-Patrizia-Reihe ist von Ascaron. Dementsprechend hier in der neuesten Version, Patrizia 4. Und ja, ich würde sagen, ähnlich wie bei Port Royal, wo wir es auch schon gespielt haben, werden wir mit einem freien Spiel beginnen. Ihr dürft mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ganz gerne die Kampagne auch mal sehen möchtet. Ne? Wie gesagt, dann würden wir die Kampagne auch nochmal spielen. Da bin ich dann natürlich sehr gern bereit, denn neben der Port Royal-Reihe ist die Patrizia-Reihe tatsächlich eine meiner Lieblingsspielereien. Die ich ganz gerne auch privat spiele. So, zuallererst werden wir uns natürlich erstmal einen Avatar erstellen müssen. Schauen wir mal, dass wir irgendwie ein bisschen was Deutsches kriegen. Hm? So, Porträt können wir lassen. Wappen, denke ich, können wir auch lassen. Unsere Anfangsstadt wird Lübeck sein. Ne, historisch gesehen war Lübeck ja sowieso so ein bisschen die Hauptstadt der Hanse. Dementsprechend sind wir da, denke ich, erstmal ganz gut aufgehoben, wenn wir uns da erstmal so ein bisschen bewegen oder dort beginnen, besser gesagt. Und ja, ich würde mal sagen, mit maximaler Anzahl der Städte werden wir auch beginnen. Umso mehr Handelsmöglichkeiten haben wir. Schwierigkeitsgrad normal, denke ich, ist erstmal ausreichend. Das könnten wir zur Not im Nachhinein immer noch mal ein bisschen erhöhen. Produktion lassen wir historisch, ne? Dementsprechend sind die vorgefertigten Städte immer standardmäßig mit bestimmten Waren vertreten. Wir müssen uns also hier nicht komplett nochmal neu einfinden und uns merken, wo Waren produziert werden. Das ist halt das Preset, was man hat. Einwohnerzahl werden wir erstmal die niedrigste Stufe lassen, denn wir wollen natürlich nach Möglichkeit dafür sorgen, dass die Hanse wächst und dementsprechend auch unseren Einfluss dann ausweiten. Und ja, würde ich sagen, klicken wir auf Starten und beginnen unser Abenteuer. So, da sind wir auch schon in unserer wunderbaren Stadtübersicht. Ah, wunderbar. Wie gesagt, im Vergleich zu Teil 2 natürlich ein Riesensprung. Ne? Wir haben halt jetzt hier wunderbar hochdetaillierte 3D-Grafik. In Teil 2 haben wir tatsächlich immer noch, auch wenn die sehr gut aussah, aber trotz alledem hatten wir in Teil 2 bloß eine 2D-Grafik. Und ja, wie gesagt, wir werden uns erstmal eine kleine Übersicht verschaffen. Wie gesagt, wir starten aktuell mit 30.000 Goldstücken und dem niedrigsten Rang, ne, dem Krämer. In dem Fall kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie ein kleiner Händler, der eigentlich mit einem Karren bloß startet. Ne? Also sprich ein kleiner Straßenverkäufer. Dementsprechend, wir haben halt hier schon unser kleines Kontor, das ist schon mal gut. Ist im Prinzip so ein bisschen unser Hauptquartier, ne? Unser Büro. Wo wir halt dementsprechend nochmal so ein bisschen unsere Gesamtübersicht verfolgen. Wie gesagt, Familienstand. Das wird im späteren Verlauf noch ein bisschen interessant, denn sowohl verheiratet zu sein, als auch Kinder zu haben, erhöht automatisch in unserer Heimatstadt dann so ein bisschen unseren gesellschaftlichen Rang. Heimatstadt, wie gesagt, momentan Lübeck. Hier haben wir nochmal unsere Bilanzübersicht. Aktuell natürlich noch leer, ne? Denn wir sind bei Tag 1, logischerweise. Lagerübersicht kommen wir dann auch später nochmal zu. Da haben wir momentan von Haus aus schon mal Lagerplatz für 1000. Wollen wir mal sehen, ob wir da vielleicht eventuell schon mal was sie brauchen können. Wie gesagt, Verwalter werden wir auch später zu kommen, denn wir sehen, der ist relativ teuer pro Tag. Macht dann im Endeffekt nur Sinn, wenn wir dann die ersten Betriebe später haben. So, dann werden wir mal gucken. Hier müssen wir auch ab und zu mal reingucken. Hm? Immer so ein bisschen die aktuellen Übersichten, so ein bisschen wie eine Art oder eine Art Geschichtsbuch. Da haben wir dann immer mal neue Ereignisse. Sollten wir immer mal im Blick behalten, denn hier könnten auch mal Informationen zu Hungersnöten und so weiter kommen. Was dann natürlich für uns als Händler
große Vorteile haben wird. Ne? Wie gesagt, wenn wir in einer Stadt, wo Hungersnot ist, Nahrung verkaufen, kriegen wir da sehr, sehr viel Ruf und können sehr gute Geschäfte machen. So, dann werden wir mal gucken. Wir werden mal unsere erste Fahrt starten. In dem Fall haben wir großes Glück. Ne? Wir starten mit einem relativ guten Schiff. Wir haben jetzt schon eine Kogge. Eins der größten Schiffe, die wir zum Anfang haben können. Dementsprechend 500 Tonnen Ladeplatz schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Bewaffnung haben wir jetzt aktuell noch nicht. Da müssen wir dann bei zeitigen Gelegenheiten mal gucken, dass wir unser Schiff vielleicht mal aufrüsten. Könnte man rein theoretisch mal gucken, was das denn kosten würde. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten unser Schiff gerne ausbauen. Oh, 5000 würde sogar rein theoretisch gehen, aber wir müssen mal gucken. Die Tage können wir jetzt hier so noch gar nicht sehen, ne, wie lange das dauern würde. Naja, rein theoretisch. Da werden wir erstmal warten, denn wir sehen, wir machen 120 Tonnen Laderaum minus. Ne? Ist halt einfach der Platz, der die Kanonenscharten dann quasi einnimmt. So, hier können wir auch immer mal gucken. Teil einer Schatzkarte. Ist momentan sehr günstig, denn anteilmäßig sind die Preise immer. Ne? Je mehr Bargeld wir haben, desto höher werden die Preise auch für die Schatzkarten. So, dann werden wir mal gucken. Gucken wir mal im Logbuch. Aufgaben. Hier müsste jetzt nämlich Teil der Schatzkarte sein. Genau. Gucken wir mal, ob wir schon irgendwas sehen können. Ihr seid als alteingesessener Fan der Port Royal und der Patrizia-Reihe. Werden wir hier vielleicht großes Glück haben. In der Regel sehe ich relativ früh immer schon, wo die Region des Schatzes ist. Da werden wir also eventuell immer mal den einen oder anderen Schatz relativ frühzeitig schon mal ausgraben können. Oder bergen, besser gesagt. Wie gesagt, die Architektur wird sich auch mal ein bisschen verändern, ne, je nachdem, in welchem Gebiet wir sind. Ob Skandinavien, ob englischer Raum oder flämischer Raum, also sprich Niederlande und Frankreich. So, hier haben wir schon mal einen Kapitän, wie mir scheint. Ne? Oder besser gesagt, ein Händler oder ein Dings. Hier das gleiche, sollten wir so früh wie möglich machen. Ah, verdammt, jetzt ist der abgehauen. Denn je weniger Geld wir haben, desto günstiger werden auch die Kapitäne. So, dann müssen wir langsam aber sicher mal anfangen zu gucken, ob wir schon mal irgendwo nach Möglichkeit so ein bisschen Handel treiben können. Wie gesagt, momentan werden wir bloß ganz kleine Mengen kaufen können, weil die Städte halt auch noch klein sind. So, dann werden wir natürlich prädestiniert erstmal da einkaufen, wo es natürlich produziert wird. Wie gesagt, in der Regel, auch die Tutorials schreiben einen in der Regel immer mal so vor, man soll so viel an Menge kaufen, bis noch zwei grüne Punkte da sind, als Markierung des Lagerbestandes. Aber ich kann getrost schon sagen, wir können durchaus auch so weit runtergehen, dass immer noch ein Punkt da ist. Das reicht vollkommen hin. Dementsprechend, da wir momentan sowieso noch nicht riesige Mengen haben, die wir kaufen können, werden wir da dementsprechend, wie gesagt, so ein bisschen mehr ausschöpfen. Einfach um ein bisschen mehr Handelsmarge zu haben. So, dann wollen wir mal. Ne? Wie gesagt, die Übersichtskarte der Hanse. Wie halt gesagt, der ein oder andere, der Patrizia schon kennen mag, wird sich sofort zu Hause fühlen. Ist halt die gleiche Karte, wie man es aus den Vorgängerteilen auch schon kennt. So, und dann werden wir mal unsere erste Fahrt nach Rostock begeben. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal hier so ein bisschen in dem Bereich unsere ersten Handelsrouten machen. Oder unsere Fahrten, besser gesagt. Wir werden immer mal gucken, ob wir vielleicht nebenbei immer schon den einen oder anderen Auftrag vielleicht machen können. Sollte man vielleicht auch immer mal gucken, ne? Wie gesagt, immer wenn Aushänge sind, dass vielleicht irgendwo Waren benötigt werden. Werden wir dann entsprechend schon mal gucken, dass wir da gute Geschäfte machen können. So, hier kriegen wir schon mal ganz gut Honig, das ist schon mal gut. Hier haben wir schon mal ein bisschen mehr Lagerbestände, die wir aufkaufen können. Das momentan müssen wir noch ein klein bisschen draufzahlen, weil wir halt bloß kleine Bestände kaufen können. Je größer die Städte dann werden, desto höhere
Bestände können wir dann auch aufkaufen. Das ist das ganz Gute dabei. So, momentan müssen wir noch ein bisschen auf Maximum gehen. Wir haben halt plus 30.000 gehabt. Das schränkt halt auch so ein bisschen unsere Kapazitäten gerade ein. Da nochmal ordentlich Handel mitzutreiben. Vielleicht die kleine Information am Rande. Das hat man jetzt hier, wo wir das Spiel gestartet haben, noch nicht gesehen. Ich habe die Piratenaktivität bewusst mal auf Mittel gestellt, ne? Also wir werden häufiger Piraten begegnen. Das habe ich halt bewusst so gemacht, weil das zum Anfang immer so mal eine schnelle Möglichkeit ist, sein Vermögen so ein bisschen aufzuwerten. Denn wir werden frühzeitig schon mal versuchen, die ersten Schiffe zu kapern. So, jetzt muss man hier mal gucken. Wie gesagt, wir haben ein bisschen eingeschränkte Handelsbeträge. Da müssen wir zuerst immer mal so ein bisschen gucken. Jetzt haben wir Möglichkeit natürlich erstmal jede Menge loswerden. Hier werden wir erstmal Fleisch ganz gut kaufen. Ja. Ein klein bisschen müssen wir immer darauf achten, dass wir nicht ins Minus kommen. Da werden wir immer ein klein bisschen noch auf Reserve halten. So, Flensburg, ne? Da, wo ihr eure wunderbaren Punkte bekommt, wenn ihr geblitzt werdet. So, dann werden wir mal gucken. Dann wollen wir mal nach Malmö segeln. Wie gesagt, ich werde das immer mal so ein klein bisschen beschleunigen. Mit der Leertaste können wir ein bisschen vorspulen. So, momentan sind die Aufträge noch ein bisschen rar. Das würde ich mir momentan, gerade für den Anfang, vielleicht noch ein bisschen mehr wünschen. Naja, hier werden wir schon mal wieder einiges los. Hier können wir gerade ganz gut Geschäfte machen. Ja gut. Haben wir unseren Anfangsbestand schon fast wieder rein. So, sehr schön. Gucken wir gleich wieder, dass wir ein bisschen Käse mitnehmen. Was haben wir hier noch so zur Auswahl? Wolle können wir ganz gut kaufen. So, und Ziegel werden wir hier ganz, können wir ganz gut einkaufen. So, wäre natürlich nicht schlecht, wenn wir nach Möglichkeit irgendwo vielleicht schon die Chance hätten. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo vielleicht eine Stadt haben, wo eventuell Stoffe produziert werden. Das wäre gerade gar nicht mal so schlecht. Müssen wir nämlich mal gucken, denn wie gesagt, wir haben gerade sehr viel Wolle eingekauft. Dementsprechend würden wir eigentlich ganz gut Gewinne gerade machen können. Können wir mal gucken. Wir haben halt einiges an Wolle, ne? So, die große Frage ist, ich weiß halt, dass wir in London das ganz gut loswerden können. Ja, wobei die produzieren auch Wolle. Ja, dann würde ich fast sagen, wir setzen unsere Reise erstmal fort und schauen erstmal, was wir hier an der Küste so an Handel treiben können. Da werden wir uns erstmal ein bisschen umgucken. Das Laderaum ist voll. Ein bisschen an Reserve haben wir aktuell auch noch. Hier werden wir schon mal ganz gut Ziegel los. Das ist schon mal gut. Ein bisschen Wolle werden wir hier auch los. Oh, wobei sogar relativ viel. Hm? 80 Tonnen. Müssen wir direkt mal gucken, ob wir hier vielleicht noch andere Sachen gut traden können gerade. Vielleicht sind wir auch komplett losgeworden. Damit haben wir das erste oder den ersten Gewinn schon gemacht, ne? 30.000 hatten wir als Anfangsgehalt oder Anfangsbestand. So, dann werden wir gleich mal wieder ordentlich einkaufen. Ne? Und ich nehme auch gleich wieder ein bisschen mit. So, wie gesagt, momentan werden wir halt noch nicht allzu sehr reich, ne? Dadurch, dass die Handelsspannen noch einigermaßen eingeschränkt sind. Aber mit der Zeit wird sich das halt auch geben. Momentan haben wir halt sowieso nicht so viel Lagerplatz. Wir haben halt 500 Tonnen. Da sind wir fast immer so ein bisschen am Maximum. So, dann schauen wir mal. Was können wir denn hier in Danzig gut loswerden? Nehmen wir unser Getreide schon mal und das zu einem relativ guten Preis. Und können wir auch ein bisschen loswerden. 80 Tonnen Wolle.
Werkzeug können wir auch ein bisschen was abladen. Ja gut. Dafür können wir wieder ein bisschen Honig einkaufen. Oh, naja, hier können wir sogar ein bisschen Kleidung mitnehmen. Ziegel werden wir euch auch gleich wieder auffüllen. Das unterschätzt man immer so ein bisschen. Ziegel werden tatsächlich relativ häufig gebraucht, denn... Na, ich glaube, hier werden wir nicht lang segeln können, oder? Oh, doch, können wir noch. Haben wir noch großes Glück, der Fluss ist noch tief genug und auch breit genug, dass wir hier noch durchsegeln können. Wie gesagt, wir werden nach Möglichkeit jetzt erstmal, soweit es geht, erstmal versuchen, die Städte ein bisschen aufzurüsten. Ne? Wie gesagt, damit wir hier mehr Einwohner kriegen und je mehr Einwohner wir haben in den Städten, desto höher sind natürlich die Verbrauch oder der Verbrauch der verschiedenen Waren. Kommt natürlich dann für uns wieder zugute. Weil wir dann entsprechend wieder mehr einkaufen können. Ja gut, hier werden wir erstmal nichts mitnehmen. Da würden wir, glaube ich, gerade nicht allzu viel Plus machen. So, dann werden wir uns mal nach Visby begeben. Und mal eine etwas weitere Strecke. So, dann gucken wir gleich mal, was haben wir hier Schönes. Chronikeintrag. Wasserradantrieb, okay. Dadurch wird die Produktion von Getreide gesteigert. Ne? Das ist natürlich gar nicht mal schlecht. Das bedeutet, dass man in den meisten Städten, wo jetzt Getreide hergestellt wird, werden wir wahrscheinlich demnächst jetzt immer mal größere Mengen bekommen. Wir können mal ein bisschen dichter reinzoomen, damit man auch ein bisschen was vom Stadtleben sieht. So, dann gucken wir mal. Was werden wir denn hier Schönes los? Gucken wir wieder einiges an Dings loswerden. So, hier werden wir wieder einiges an Hanf mitnehmen. Haben wir noch irgendwas Besonderes? Käse könnten wir rein theoretisch gut handeln. Ah. Sehr schön, da haben wir den ersten Rangaufstieg. Ne, unser Vermögen ist dementsprechend genügend gestiegen. Dementsprechend haben wir dann den ersten Rangaufstieg gerade erlebt. Sehr schön. Oh, wir haben sehr viel Käse hier. Hm? Müsste man natürlich gucken, dass wir nach Möglichkeit unsere Steine dringend loswerden. So, dann werden wir hier mal eine Runde drehen. Gucken wir mal, wo wir unsere Steine gut loswerden. Oh, hier haben wir einen Auftrag. Da müssen wir mal gucken, was wir da Schönes haben. Tuch und Stockfisch. Hm. Tuch und Stockfisch. Natürlich jetzt so ein bisschen das Problem. Das ist beides relativ knapp immer. Tuch und Stockfisch. Nach Riga. 5.5. Naja, es wird ziemlich knapp. Das werden wir schon nicht mehr schaffen. Das werden wir leider Gottes schon nicht mehr schaffen. So, hier können wir erstmal wieder ein paar Ziegel abladen. Sehr gut. Hanf können wir ja auch ein bisschen loswerden. Sogar alles. Ironischerweise, obwohl das hier normalerweise produziert wird. Haben wir gerade ganz gutes Glück gehabt. So, hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal Stockfisch. Sehr schön. Wir können uns erstmal ordentlich mit Stockfisch vollballern. So, 60 Mal. Das sollte ganz gut passen. So, wir müssen nochmal gucken. Das war, glaube ich, einmal Stockfisch, ne? Stockfisch nach Riga. Bis 6.5. Das nehmen wir ruhig mal an. Wie gesagt, die Belohnung ist zwar minimal, aber wir können in der Hanse unseren Ruf ein bisschen aufwerten. Das ist eigentlich schon mal so ein bisschen der gewünschte Punkt an der Sache. So, dann werden wir mal... 40 waren das, glaube ich, ne? 40 Tonnen. Naja, wobei... können wir auch ein bisschen mehr verkaufen. So, Auftrag haben wir damit durch. Sehr gut. Hier werden wir noch mal ein bisschen was an Fellen mitnehmen. Fellen sind auch immer ein ganz guter Handelswert tatsächlich. Da haben wir immer relativ hohe Gewinnmargen. So. Nehmen wir uns erstmal wieder ein bisschen voll mit Material. Holz können wir euch auch ein bisschen mitnehmen. Ja. So, und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so für Aufträge?
Tuch. Na gut, das ist der gleiche Auftrag, den wir schon hatten. So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das wird es für die erste Folge mal gewesen sein. Ich werde schauen, dass ich die Folgen immer mal so in 20-Minuten-Formate packe. Ich denke mal, das sollte von der Zeit her ganz angenehm zu schauen sein. Wie gesagt, fleißig sein, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir die Kampagne auch nochmal spielen sollen, ob ihr die gerne mal sehen möchtet. Dann werden wir die zu gegebenen Anlass entweder parallel oder im Anschluss an das freie Spiel werden wir dann die Kampagne nochmal spielen. Wenn euch das Video gefallen hat, fleißig sein, ne? Gerne bewerten, gerne kommentieren, gerne teilen und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.